DFK steht für Trends for Kids. Ist eine Firma, die wirklich sich ein bisschen spezialisiert hat auf Dreiräder. Also dafür ist die Firma bekannt. Wir arbeiten hier mit einer großen Trageschale. Das nennt sich die Quickfix-Wanne. Die Quickfix-Wanne ist eine sehr große Tragewanne. Rechts und links haben wir hier so einen Druckpunkt, um das Verdeck nach hinten zu machen. Und das Schöne ist halt, sie hat echt eine echt große Liegefläche. Die Wanne ist für ihre Größe aber immer noch sehr leicht und hat ein paar kleine versteckte Features mit dabei. Wir haben hier hinten einmal eine belüftete Gaze mit drin, die ist auch mit einem UV-Schutz ausgestattet. Und wir haben mit dem Lieferumfang enthalten ein Moskitonetz. Und das setze ich einfach zwischen die beiden Druckknöpfe rechts und links und spanne das einmal drüber. Wenn wir uns das Gestell angucken, ist es so, dass wir hier mit einem luftbereiften Kinderwagen uns zu tun haben. Der hat halt wirklich drei gleich große 12 Zoll Lufträder. Der Vorteil ist einfach, wir haben ein gedämpftes Fahren. Sicherlich als Nachteil, man kann natürlich einen Platten bekommen, das ist wie im Fahrrad. Man muss eventuell auch mal den Schlauch wechseln, aber es fährt sich geschmeidiger. Es ist ein bisschen weicher beim Fahren. Das Modell selber hat vorne auch ein schwenkbares Rad. Indem ich den Knopf drehe, habe ich hier diese Bewegung. Das ganze Gestell ist TÜV geprüft. Es ist offiziell nicht als Sportgerät zugelassen. Aber die Firma TFK sagt selber, für so leichte Jogging- und Walking-Tätigkeiten kann ich das benutzen. Hier extra dieser große Abstand, damit ich die Schrittlänge habe. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt mit drauf. Wir haben hier unten keine Trittbremse, sondern wir arbeiten hier oben mit einer Handbremse. Das ist eine klassische Scheibenbremse und wir haben hier oben gleichzeitig auch nochmal da, wo der rote Hebel angesetzt ist, ist das automatisch auch die Feststellbremse. Nicht, dass ich beim Laufen irgendwo drauf trete und ich Gefahr laufe, eventuell mit dem Kinderwagen zu stolpern. Mit dem Lieferumfang enthalten ist zum Beispiel so ein Zugband. Das ist jetzt keins, das ich hier oben am Griff befestige, weil dann immer die Gefahr ist, wenn ich stürze, reiße ich den Kinderwagen mit runter. Sondern ich befestige das hier unten an der Stange und kann mir das dann ums Handgelenk halt binden. Und wenn ich jetzt hinfalle, reiße ich nicht den ganzen Kinderwagen mit Kind weg. Das Laufen und Joggen oder dieses aktive Draußensein machen wir auch nicht mit der Tragewanne. Weil die Kinder hier drinnen sind nicht angeschnallt und würden bop, 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 würden einfach hier drinnen wie ein Flummiball hin und her rutschen. Das bedeutet, Sport und aktiv draußen ein bisschen schneller unterwegs sein, mache ich erst, indem ich das Ganze zum Sportwagen umbaue. Das probieren wir jetzt gleich einmal, weil da werden die Kinder dann angeschnallt. Und dann baue ich das Ganze einmal um und hier habe ich keinen kompletten Aufsatz, sondern ich habe so einen Einhang. Der wird rechts und links mit Druckknöpfen einmal befestigt. Vorteil ist, ich brauche, wenn ich den anderen Teil mal zu Hause im Keller oder so lage, kann ich den einfach besser verstauen. Wir bieten den Kunden natürlich an, für den, dass der das nicht zu Hause selber hinbekommt. Die Anleitung ist ja mit dabei, der kommt aber auch ganz oft zu uns in den Laden und dann machen wir das in 5 Minuten einmal für ihn fertig. Ist ein Aufwand, den man einmal betreibt. Vorne gibt es auch noch, wenn man möchte, immer noch mal diesen Spielbügel. Hier erkennen wir jetzt auch ganz schön, warum wir erst laufen, wenn die Kinder hier drinnen sitzen. Weil das ist ein Sitzeinhang und der bewegt sich mit. Das Ganze hier ist nicht starr. Dass also diese Erschütterung und die Schwingung, die beim Laufen oder draußen fahren mit drin, auch Kopfsteinpflaster und so etwas, bewegt sich das Ganze hin und her. Hinten sind wieder so kleine Details wie Moskitonetz oder eine Belüftung. Das Schöne hier ist wirklich immer, das erkennt man in dem Silbernen, dass da immer ein UV-Schutz noch mit dabei ist. Die Rückenlehnverstellung ist hier stufenlos, indem ich einfach an dem Band ziehe und ich mit dem Druckknopf an der Stelle halten kann, wo ich möchte. Ich kann mit einer Hand das einfach nur stramm ziehen und kriege das Kind somit in die Sitzposition. Vorne haben wir die Fußstütze, die können wir hier mit dem Hebel nach oben setzen, dass wir also auch hier die Beine gerade haben. Wenn ich die Liegefunktion hinten runterdrücke, haben wir hier eine wirklich schöne flache Liege und große Sitzfläche. Wir haben außerdem die Möglichkeit, das auch wirklich individuell den Größen anzupassen. Also man kann hier die Fußstütze in verschiedenen Positionen hochsetzen und wir haben natürlich auch hinten im Rückenbereich verschiedene Möglichkeiten, mit dem Gurt die Höhe einzustellen, ne? Dass das immer ein bisschen auf Schulterhöhe ist, das Ganze. Es bietet einen tollen Sportwagenaufsatz, der halt eben auch wirklich lange genutzt werden kann. Wir haben weiches, tolles, gefedertes Fahrverhalten mit drin. Und wenn wir ihn zusammenklappen, brauche ich keinen Aufsatz mit runternehmen, sondern ich klappe das Ganze in einem Stück zusammen.
Wenn man möchte, kann man natürlich auch wieder solche Sachen wie die Räder und so abmachen. Er arretiert nicht von selber. Der hat hier an der Seite so ein Band. Das fixiere ich einmal, dann ist er auch eingestellt.